Ja, ich muss noch. Ich laufe einfach. Ich laufe auch noch. Don't judge me. Na, hier ist eh viel schöner. Da ist ein schöner Steg, eine Burg. Der Weg ist eh viel besser. Und das Geld, also, ne? Diese blöden Spinnen. Denn jetzt hier hoch? Ich verstehe die Steuerung ganz schön gründlich. Sollte man auch wissen, wie man wegläuft, wenn man wegläuft. Genau. Danke. Das ist, vielleicht sollte man auch wissen, wie man schwimmt, aber du brauchst eine dann kannst du mit B. Das ist nicht Mario! Na hier, ich töte erstmal hier. Kleine Flusskrabbe. Erstmal hier meiner diese großen Weg. Die laufen auch mal weg. Und da war nichts. Achso, Bugs kann ich so. Langer Weg bei den Alerts. Nein! Nein! Ich bin noch nicht bereit, sie aufzugeben! Achso, ich dachte, es wäre eine Leiche. Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Elfriede bleibt bei mir. Und ihr könnt euer Kostüm fallen lassen. Ich erkenne einen Todesgott, wenn ich ihn sehe. Okay. Was? Ja, aufstehen. Oh, verzeiht. Ich bin eingenickt. Mhm. Naja, wer seid ihr? Ich hatte nicht erwartet, so weit draußen noch jemanden zu treffen. Das heißt, abgesehen von diesen Banditen. Die Stimmen sind etwas leise. Moment, kann ich das... Das ist ein guter Hinweis. Dann mache ich... Ach, stimmt, es sind auch Max. Und wenn ich aber jetzt den Rest ein bisschen runterschiebe... Und das Spiel dann wieder lauter mache, wenn ich meine Maus finde. Genau, das kann auch sein. Ich bin zu laut. So, jetzt habe ich Rest des Spiels leiser gemacht. Da und jetzt müsste es. Wurde gespeichert? Ja. Hoffentlich besser sein. Leitet wohl! Nein, bin ich eigentlich auch nicht. Diese Ruine hier, wisst ihr, ich bin Händlerin und meine Spezialität sind historische Gegenstände. Sammlerstücke, wenn ihr so wollt. Die Sorte, die man üblicherweise in alten Ruinen findet. Oha, ja oder oha, schlimmer. Oder oha, meine Ohren tun weh. Normalerweise bin ich natürlich nicht dumm genug, selbst danach zu suchen. Ich weiß ja, wie gefährlich das ist. Mhm. Nur war da in Flussheim dieser Reisende aus Ark, der mir von diesem Ort hier erzählt hat. Der Dreiflusswacht. Jede Menge Steintafeln und Bücher aus der Zeit vor der Abschottung. Und vollkommen ungefährlich. Tja, und da ich ohnehin in der Gegend war, dachte ich, einen Blick zu wagen kann er nicht schaden. Nicht zu überhören. Großartige Soll ich wieder leiser Idee. Machen? Wirklich. Hört, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber um ehrlich zu sein, sitze ich ziemlich in der Patsche. Gelinde gesagt. Und ihr seht aus, als wüsstet ihr euch zu verteidigen. Ein Affenheiligtum. Meint ihr könntet mir helfen? Etwas Furchtbares ist geschehen. Und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Waren dort Affen? Moment, was jetzt hier alles? Moment, wo ist jetzt meine Maus hin? Ein Tab-Fenster. Also Lautstärke ist in Ordnung, das kann ich auch nochmal was ändern. Ach, ja, meine Elfriede. Elfriede. Man hat sie entführt. Gestern Nacht erst. Bei den Sternen. Ich war so dumm. Wir wollten gerade Lager für die Nacht machen. Und ich bin Feuerholz holen gegangen. Und zack, kaum komme ich zurück, ist sie weg.
Ja, das will ich ja hoffen. Also, sonst ist das Spiel, das stimmt da was nicht. Wenn da kein Affenpeter zu sehen sind. Also dafür, dass irgendwie jemand, dass ihre Tochter oder so entführt, das ist echt ruhig drauf. Nein, ein Vatyr. Ich habe ihn noch grunzen gehört, als er mit Elfriede abgehauen ist. Er muss sich diese Ruine wohl zu seinem Heim gemacht haben, wisst ihr? Ich habe versucht, mich reinzuschleichen, aber das ist unmöglich. Und zurück nach Flussheim, um Hilfe zu holen, kann ich auch nicht. Bis dahin hat er sie bestimmt schon gefressen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wenn er Elfriede irgendetwas antut, das würde ich mir nie Und als verzeihen. Elfriede eine Kuh oder so. Ich habe sicher irgendwas dabei, was euch nützlich ist. Aber reden wir Nee, nee, darüber, wenn nee, ihr nee. sie gerettet habt, in Bezahlung muss man Ordnung? vorher klären. Jede Sekunde, die wir vergeuden, spielt diesem Biest in die Hände. Na gut. Oh, bei den Göttern. Habt Dank. Beeilt euch. Natürlich. Aber erstmal handeln. Beeilt euch. Okay, lasst uns handeln. Verkaufen ist die Taste. Die Taste ein. Nee? Warum geht das jetzt nicht? Warum kann ich. Wird das Eisenschwert nicht verkauft? Nein, warte mal. Wenn sie gegessen haben, sind sie eigentlich ganz friedlich. Ja, eigentlich. Kommt doch an, was sie gegessen haben. Ich spiele Damage, aber jetzt. Aber schließlich konzentriere ich mich. Ah, oh, schön. Dann lehne ich zurück, hol dir was zu trinken und erklär mir, wieso ich das Eisenschwert nicht verkaufen kann. Okano, huhu, selber huhu, ne? Wie geht's dir? Wie war dein euer Montag bis jetzt? Du hast den tollen Anfang hier verpasst. Das war echt spooky. Mit dem brennenden Haus und man muss mit Fatih reden, der sagt, geh ins Haus, da sind deine. Ich kaufe gerade. Kacke. Okay. Das erklärt's, danke. okay. Okay. Habe ich schon gewundert. Ich dachte, ich hätte mehr Sachen. Gut, ich schneide das nachher raus und dann. Deshalb hatte ich hatte einfach kein Geld mehr. Genau, auf jeden Fall muss man anfangen mit Fatih reden. Der meint, rede mit deiner Mutter und Schwester und dann meint er, ja, die hast du ja umgebracht. Und das Haus hat dann angefangen zu brennen. Ja, großes Hallo. Und zum Glück ist hier Lost in VR, der mir immer wieder sagt, mir sagen kann, was ich hier alles gerade falsch mache. Zum Beispiel, dass ich Sachen kaufe statt verkaufen. Waren das eben, ach, unterwegs am Montag, was wart ihr essen? Und bei eurem Restaurant um die Ecke? Gut. Schreitet wohl. Schreibtet wohl. Mann. Ach, leer. Staubsaugerkauf. Ja, es ist auch so richtig mit Testraum und Testvorführend. Und so auch der Kirby 3000 ist gut dafür geeignet und ich schau mal auf die Karte, wo müssen wir jetzt lang? Ich habe nicht aufgepasst, wo jetzt. Ich gehe einfach mal hier hoch. Wo jetzt diese Elfriede entführt wurde. Und habt ihr also einen schönen Staubsauger, ja? Nein. Ungefähr. Sind in unserem Alter dauernd beim Thema Staubsauger. Tja, das ist eine wichtige Altersart. Ich habe heute auch mal wieder auch den Staubsauger benutzt und nicht meinen Staubsaugerroboter, wie sonst. Und der Staubsauger war schon eingestaubt. Musste ich erst
dem Staubsauger entstauben. Tja, das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Okay, ich schleiche hier und hier ist überhaupt niemand. Eine Rumba zum Geburtstag bekommen. Ja, Rumba ist doch super. Ist es ein, wo du so No-Go-Areas auch festlegen kannst, oder ist es eine, der einfach gegen alles fährt? Also ich habe so einen, der gegen alles fährt, und es ist schon ein bisschen anstrengend teilweise. Besonders in der Wischfunktion. Düsenstaubsauger. Und jetzt ist eure Wohnung und also programmieren. Ja, nicht C. Hier, können wir uns mal hinsetzen. Und jetzt ist die Wohnung. Oh ja, doch, schon hübsch. So sauber wie noch nie. Ach, da ist auch ein Boot. Moment, war ich da? Ich lief so lang. Also hätte ich eigentlich auch da lang laufen können. Tja, hätte. Ja. Lohnt sich das Boot? Lost in VR? Sollte man da hinlaufen? Oder kommt man später eh nochmal dahin? Tja. Es bräuchte man noch jemand. Ne, der kommt erst in der neuen Wohnung zum Einsatz. Ah, okay. Die alte, ja, wird nicht mehr sauber. Aber hier, Okano, schauen, bei dir ist das sicher jetzt auch alles sauber. Und staubfrei. Hier, Trosti, du wolltest doch halt auch sauber machen. Hast du auch schön gestaubsaugt, wenn wir schon mal bei dem Thema sind? Das Thema Staubsauger. Lohnt sich schon, aber. Oh, hi. Hi. Aua. Aua. Autsch. Hui, das war anstrengend. Da muss erstmal laden. Ein Akkustaubsauger. Und klar gestaubsaugt, okay, sehr vorbildlich. Heute also alle sehr fleißig am Montag. Ein Hobel. Ist auch gut. Nach Halder. So, jetzt muss ich den Elfriede da noch finden, die hier irgendwo. Oh, bei den Göttern! Hierher, mein Kleines! Hierher! Alles okay, ist gut! Wirklich. Mama ist jetzt wieder hier! Ja! Alles ist gut! Die Katze. Bei Malphas, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Wärt ihr nur ein paar Stunden später gekommen, wäre Elfriede jetzt... Nennt seine Katze Elfriede. Hier, nehmt das. Es ist ein seltenes Kraut und ich hoffe, es kann eure Mühen zumindest halbwegs entschädigen. Und falls ihr irgendetwas braucht oder verkaufen wollt, kommt zu mir. Ich bin noch eine Weile in der Gegend. Alles im rechten Lot? Dank euch, ja. Ein paar Tage werde ich sie noch sammeln. Baby dann geht's wieder zurück Ach nach so. Ark. Sie sieht aus, Moment. Sie Grüße. Ja. Ja. Sie sieht ein bisschen Schreitet aus wie eine. Wohl. Ach so, Stufe 3. Ja, ich glaube, ich brauche Leben. Das ist eine Sache, die ich echt viel verliere. Ach so, ich dachte, es wäre eine Bulldogge oder so. da war doch was lesen. Zum Grüße sammeln. Mach dich nicht so verrückt. Wo das da ganz sicher nicht endet. Blablabla. Ah, na, da kann ich ja verstehen, dass es ziemlich langweilig und einsam ist an verlassenen Flecken. Sicher, dass sie dir in ein paar Wochen jemand zur Seite schicken. Also liegt hier noch eine Leiche. Ich lese jetzt nicht alle Bücher vor. Sorry, wenn ihr das erwartet.
Ach ja, hier ist er wohl. Moment, da müsste auch eine Spinne doch hier irgendwo sein, wenn Spinnenopfer hier ist. Ah ja. Kann ich vorher noch, kann ich jetzt noch speichern? Ja, diese. Achso, ich hatte Level-Abschied. Okay, da habe ich ja wieder volles Leben. So, nervige Stimmen. Also jetzt hier. Achso, diese blauen Kristalle sind schädlich für mich. Und sonst ist hier nichts hier oben. Über Flüsterbäume, na super. Ist ein Stab. Und dann muss ich nochmal ranzoomen jetzt. Ja, ja, okay, 55%, ich hab's verstanden. Ich darf nicht mehr. Ab 100 ist man nämlich tot. Aber ich bin mir sicher, es gibt einen Weg, das zu senken. Muss es. Oder? So, sollte ich jetzt nochmal zurückgehen zu diesem Bötlein, was da hinten ist, oder? Eher nicht. Ah, okay, ich habe schon 50% Fieber. Ich gehe mal noch da zum Boot, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Also aus dem Wasser aufspringen, ne? Kann nicht jeder. Ah, hi. Nee, fällt mir doch. Moment, das war. Hat nicht so eine Reichweite. Okay. Ich sehe gerade auf dieser Minimap, dass ich da wahrscheinlich nicht hätte hingehen sollen. Okay. Ich mache jetzt hier ganz sneaky. Was denn? Ein nach dem anderen. Hi. Ich dachte, jetzt kommen die irgendwie mal zu mir. Hat sich das schon mal gelohnt. Wie kommt man da hoch? War das Krise das off? Moment, ich schau gleich in den Chat. Ich fliehe erstmal hier, glaube ich. Also ich kann einen einzelnen. Schützen. Respawn die eigentlich? Nee, oder? Okay, weg. So. So ein Pfeil. Manamana. Manamana. Danke für die Verlängerung. Ein Monat mehr. So.
So, und jetzt Moment. Okay, ach ja, ja, wegen den Username, den du da zitiert hast, wurde es geblockt. Dark Fox. Aber ja, mit so einem. Genau, also ich, bei Twitch wird so ein Name blockiert. In welchem Spiel? Apex nicht, anscheinend. Also, kann ich hier irgendwo mich hinlegen zum Schlafen? Erstmal was. Okay. Kartoffel. Sag mal rohes Lachsfleisch. Apfel. Man kann sich ja doch. Hier Kürbisse. Ah. Ja, wir sind übertrieben jetzt, ne? Ich dachte es ja wie bei Skyrim. soll ich mich nochmal dahin wagen? Gab's da noch, da gab's noch weiteren Loot, ne? Na ja, gut, dann hätte ich jetzt nicht so übertreiben sollen mit dem Essen. Mit vollen Magen. 4 Kerl in einem Essen mit, ja, Thai Hard Name, ja. Genau, Edge of P. Also P und andere Wörter, die danach kommen. Schon krass, dass irgendwie bei manchen Usernamen sowas anscheinend nicht rausgefiltert wird. Außer das Kampf immer mit Essen, ja. Ergibt Sinn. Und dann auch nicht so viel essen wie ich. Sondern abwarten. Ich dachte, dass unten der Balken automatisch ist. Da oben, wie kann. Ich möchte hier. Wo ist denn da die Leiter? Ah, unten da. Ja, ein Tritt hätte gereicht. Habe ich dann auch bemerkt. Lernen aus Fehlern. Das, so, wo sind die anderen zwei? Ah, da hinten. Nein. Ich versuche die eigentlich mit meinem irgendwie auszuweichen, ne? Puh, das ist knappe Kiste immer wieder. War hier noch irgendwo einer? Ach ja. Ah, da. Ich hätte mich heilen sollen, ne? Hätte. No, God! No, God, please, no! 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 Jetzt muss ich das nochmal versuchen. Langs hier noch was Gutes im Boot gibt. Dumm, she died. Ja. I died it. Ich habe zwei Pfeile in mir, ist auch nicht schön. Come on. Und jetzt schnell was esse, was haben wir denn noch? Ungenießbares Bier, nee. Schönes Brot. Yeah.
Mann. Okay, ich höre gerade, Eigenmann ist ein Fall schon tödlich. Oh Gott. Ja, dann ist ja richtig, dass ich nicht auf Eigenmann spiele. Ja, ich hatte gar nicht, ich habe jetzt keine Kurse mehr. Außerhalb des Kampfes, also. Schön rohes Ziegenfleisch. Ja. Oh. Oh Mann. Ja, das halte ich von dem Skill. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst mir, du Scheiße, ich bin doch am Arsch. Denk mal, ich überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitzt in dem Kostüm mit deiner Scheißkarre. Ja, aber, okay, letzter Versuch, wenn es immer noch nicht hinhaut, dann gehen wir woanders hin, das wird sonst für uns alle. Vor allem zu deprimierend, für euch vielleicht zu langweilig. So, nehmen wir mal die Waffen jetzt hier. Nein, kann doch nicht wahr sein. Obwohl ich dann auch wieder eigentlich nicht gut für mich ist, das zu machen. Komm dann. Kommen die ja nicht zu mir. Come on. Mal was. Also mal statt den Lebensabsauger. Okay, muss ich gleich mal schauen, ob ich den schon. Habe ich den schon? Den Zauber, ja, ne? Absorbiert 3 Leben. Kann nur erfreulich. Okay. Guter Tipp, versuche ich gleich mal. Aber jetzt sind ja keine mehr hier, hoffe ich. Und wenn es jetzt hier keinen Loot gibt, dann rast ich aus. Oder schlafen. Ah, nicht im fucking Korb bekommen. Halt und an. Okay. Habe ich, ja. Habe ich jetzt. Ja, sorry, habe ich nicht gesehen. Wird sofort gemacht. Danke fürs, für die Erinnerung. Ah, da liegt irgendwas. Schiers. So. Alte Handschuhe. Ein Stück Käse. Eisenbahn. Ich weiß nicht, ob ich das Stück Käse eigentlich noch essen würde. Aber. Soll's. Alkohol. Ja gut, dann eins von diesen Sachen gefunden. Das sind vielleicht nützlich, weiß ich nicht. Kann man hier hoch? Verliere ich weiter Leben? Nee, oder? Ich bleib bei meinem niedrigen Stand da. Okay, Moment. So macht man das.
kleiner Seelenstein. Baupläne. Nice. Hat sich doch schon gelohnt. Da war ich schon. Ach hier, da ist noch die Kiste. Die Händler hat doch sicher Essen für mich, oder? Jetzt erstmal wieder zur Händlerin in der Hoffnung, dass sie das. Vielleicht auch ein Schlaf. Ah ne, Moment, hier war noch ein Schlafplatz, oder? Nutze ich den nochmal. Ich meine, der war ja auch. Da war niemand beim Schlafplatz, den ich erst umgebracht habe. Ein Fall. Ja, genau, das ist auch meine Sorge. Deshalb hier war doch. War hier nicht ein. Wo war denn der. War nicht hier der Schlafplatz mit der Straßendiebin? Aber ich. Okay. Da war doch. Auf der anderen Seite waren diese Krabben. Ich will mich nämlich schlafen legen. Ah, da ist Z. Ich habe alle Kürbisse schon gegessen.